Moin, moin, ihr da draußen. Hier ist wieder euer Micha. Und zwar nicht mit FIFA, sondern mit ARK. Ja, heute geht es los. Zum ersten Mal spiele ich dieses Spiel. Und ich habe es noch nie auf PC gespielt, weil ich gar keinen PC besitze, der das, glaube ich, spielen kann, abspielen kann. Und jetzt habe ich mir das Spiel für die PlayStation 4 Pro gegönnt. Und werde mit euch das schon mal spielen. Ich habe mir bei dem einen oder anderen YouTuber schon mal angeguckt, um was es hier überhaupt geht. Und da ist mir gleich aufgefallen, oh je, Pflanzenfresser oder böse? Ne, Pflanzenfresser. Dass es eigentlich das richtige Spiel für mich ist. Ich mag Survival und ich mag Dinos. Warum soll ich dann hier ARK Let's Playen? Und somit bin ich jetzt auf dieses Spiel gestoßen und habe richtig Lust mit euch in diesem Spiel vorwärts zu kommen und unsere eigene kleine Dino-Welt zu bereisen. Ja. Und gucken, was mit uns so passiert. Das gibt nur Stroh. Und außerdem tue ich mir sehr weh dabei. Naja, ich habe kein Werkzeug. Was soll ich anderes machen? Als gegen Bäume zu kloppen. Ah, da kommt Holz. Level up. Level up. Und die Steuerung habe ich mir natürlich auch schon ein bisschen angeguckt. In was können wir denn unsere ersten Punkte reinsetzen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, Nahkampfschaden. Ja, wir haben 8 Punkte. Das heißt erstmal Werkzeug. Und vielleicht schon mal ein Lagerfeuer. Was muss ich jetzt machen? Ah, eine Spitzhacke. Hätte ich ja schon herstellen können. Na, das wusste ich nicht, dass ich das schon kann. Jetzt habe ich das irgendwo hergestellt. Nein, 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 nein. Möchte ich nicht fallen lassen. Da unten hinsetzen. Ah, Leute. Weiter geht's. Feuersteine, das bringt mir nichts. Ah, Stein. Obwohl, ich glaube, Feuerstein kann man auch gebrauchen, oder? Mal gucken. Können wir jetzt eine Axt herstellen? Ne, was fehlt uns denn dazu? Stroh. Der Baum, der da noch liegt, hat uns auch sehr viel Stroh gegeben hier. Weg ist er. Naja. Uns soll es nicht stören. Doch, uns stört es, weil wir noch ein Stroh brauchen. Aber da lag ja noch ein Baum. Auf. Dann klopp ich einfach mal drauf ein. Und guck, was es so gibt. Oh, schon mal 37 Stroh. Ich glaube, jetzt kommen wir mal erstmal über die Runden, wa? Der Dino tut mir wirklich nichts, oder? Bin gerade sehr beruhigt, dass der hier... Na toll. Dass der hier so um mich herum schlawinert. Solange der keine Panik kriegt, weiß ich, dass es keine Fleischfresser hier gibt. Ja. Obwohl ich Dinos mag, weiß ich... Was war das? Obwohl ich Dinos mag... Hallo, lässt du mich ausreden? Obwohl ich Dinos mag, weiß ich ihre Namen nicht auswendig. Deswegen, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was es für ein Dino da hinten ist. Aber jetzt hätte ich mich
gern interessiert, was es für ein Geräusch war. Aber ich gucke auch gerne. Und wenn ich das irgendwann nicht rauskriege, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es nicht lesen. Aua! Parasaurus. Interessant. Das ist ein Parasaurus. Ja, ich bin eher, glaube ich, auch Fan von Fleischfressern. Ganz ehrlich. Und was ich natürlich noch sagen möchte, ich unterstütze mit diesem Spiel keine Tierquälerei, obwohl es hier in diesem Spiel auch natürlich ums Überleben geht. Und ich das ein oder andere Tier auch für die Nahrung brauche, unterstütze ich das, die Quälerei auf keinen Fall in echt. Also, wer dieses Video sieht, haut niemals mit einer Faust oder mit einem Beil oder mit einer Pike. Oh je. Der ist mir doch freundlich gestimmt. Das ist doch garantiert ein Triceratops, oder? Ein Shrike. Ist ein Shrike ein Triceratops? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich brauche... Und ich werde es aber wahrscheinlich in meinem Intro auch nochmal erwähnen. Und dieses Spiel ist erst ab einem gewissen Alter zu sehen. Da es hier um Gewalt geht, also was heißt um Gewalt? Eigentlich ums nackte Überleben. Aber ich bin dafür, also ich schreibe als Info, dass es nur für Leute so ist, ab 16. Die können damit auch was anfangen. Ich glaube, ab 16 weiß man so langsam, dass es auch wirklich nur ein Spiel ist und dass es nicht in echt so läuft. So. Ein Holzfundament sehe ich hier gerade, aber dafür brauche ich ein Strohfundament. Gut. Wie viele Punkte habe ich dann? 3 Stück. Ne, jetzt mache ich uns erstmal was. Eine Hose? Ach, ich habe noch Punkte. Ein Hemd? Kann ich die Schuhe auch noch? Und Schuhe. Gucken wir mal, was wir so herstellen können davon. Siehst du, ich bin noch nicht so ganz mit der Steuerung vertraut. Das war nämlich der falsche Knopf. Nee, aber ach, was brauche ich denn dafür? Fasern. Fasern, ganz viele Fasern. Parasaurus. Ich habe dazu gelernt. Wer sich fragt, mit welcher Einstellung ich hier spiele, ich spiele ganz normal mit der Standardeinstellung. Das ist doch nur der Parasaurus, oder? Ja. Meine Güte, stampft der hier vor sich rum. Ich habe da erstmal nichts verändert, weil ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt damit schon zurechtkomme mit der Einstellung oder ob ich es vielleicht am Anfang sogar noch vereinfachen muss, aber gerade geht's ja. Obwohl, ich tauche mal hier gleich mal kurz ab. Ich brauche ja auch was zu trinken. Du solltest eigentlich trinken. Nee, doch nicht. Ja. Also, ich würde erstmal sagen, wir kümmern uns erstmal ums wörtliche nackte Überleben. Wir sind nämlich noch splitterfasernackt. Ah, das ändert sich ja gleich. Weil wir nämlich schon mal Schuhe haben. Irgendwie kann man auch
sich von außen angucken, aber wie das geht. Also man kann die Third-Person-Kamera wählen, aber meine Güte, waren Schildkröten mal riesig. Das weiß ich gerade noch gar nicht, wie es geht. Also, nochmal die Bitte an euch, wenn ihr Tipps habt oder Tricks, gerne in die Kommentare. Ich bin euch sehr dankbar. So, können wir uns noch was herstellen? Ja, was fehlt uns denn? Immer noch Fasern. Wie viel Fasern brauchen wir denn für so eine Jacke? Achso, ich gehe einfach mal lustig hoch. Oh, da ist er schon wieder. Trike. Oder Trike. Nee, eher Trike als Trike. Triceratops würde ich ihn. Hätte ich ihn jetzt genannt. Sei friedlich. Und halt deinen Mund, wenn ich rede. Keine benehmen, die Dinos. Die Dinos heutzutage. Ups. Kein Benehmen, echt. Na toll, es fängt an zu regnen. So, 40 Fasern mal für ein T-Shirt verbraucht. Lass mich raten, so ungefähr die gleiche Anzahl brauchen wir auch für die Hose. Ja, wie geht man in diesem Spiel vor? Also ich würde jetzt erstmal mir Klamotten herstellen. Danach würde ich mir eine Hütte herstellen. Und dann würde ich mal gucken, wenn ich eine Hütte habe und ein Bett und allem drum und dran. Also so wie bei einem anderen, dir ist kalt. Ja, ich soll einen wärmeren Ort aufsuchen. Ihr seid witzig. Ihr habt mir gerade die Sonne weggenommen. Nee, so wie ich bei jedem anderen Survival-Spiel auch erstmal vorgehen würde. Erstmal wohnen. Dann kann man weiter gucken. Jetzt noch eine Hose. Ach so, unser Stoffhemd haben wir noch nicht mal an. Das Stoffhemd. Und die Hose. Ich habe gerade ein. Jetzt weiß ich, wer das Geräusch macht. Dodos. Und Dinos sind ja schon vor Ewigkeiten ausgestorben. Aber die Dodos, die sind eigentlich relativ spät ausgestorben. Soviel ich weiß. Ich glaube, die Dodos sind doch erst 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert ausgestorben. Haben die nicht bis dahin noch irgendwo gelebt? Australien oder so? Das weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, okay. Wie wir gesehen haben, da hinten läuft eine Schildkröte rum. Die gibt es bis heute noch. Und Krokodile kommen, glaube ich, auch aus der Zeit. Alle Echsen. Jo, mein Tablet meldet sich auch einmal zu Wort. Eine Mütze und Handschuhe. Und ein Strohdach. Na toll. Das war jetzt ja völlig verkehrt. Egal. Ne, erstmal stellen wir eine Mütze her. Wo ist mein Hut? So, wir haben nämlich hier den Safari-Hut. Yeah! Jetzt sehen wir ja cool aus. Ich habe gerade mal geguckt. Wir sind gerade bei 15 Minuten. Ich denke, wir werden noch mal so 5 Minuten machen. Und dann haben wir uns, ja, ich würde mal sagen, wir machen noch die Handschuhe. Dann haben wir uns diese Folge mal angezogen. Dann werden wir mal gucken, dass wir beim nächsten Mal eine Wohnung machen. Woran sehe ich eigentlich, ob ich essen muss oder so?
Ich sehe zwar da Zeichen, aber die sind alle türkis. Bis auf der Pfeil, der nach oben zeigt, der ist gelb. Was ist das? Ist das Ausdauer? Ist das... Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist aber mal gut gewesen. Mein Tablet meint, er müsste wichtig sein heute. Was fehlt mir denn noch? Leder. Ich brauche Leder. Ich sag doch, ich brauche ein Dodo. Dodo. Put, 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 put. Ich tu dir nix. Na, natürlich tue ich dir was, aber... Man kann das garantiert von der Steuer absetzen. Eine Spende. Ich höre dich doch. Wo bist du denn? Dodo, komm her. Ha, man sieht hier auch gar nichts. Leute, das Geräusch war doch gerade ein Dodo. Dies. Und Obelix nennt Truthähne Gubbeldigu. Ich würde eher ein Dodo Gubbeldigu nennen. Was ist das? Ein Flugsaurier. Hoffentlich vegetarisch angehaucht. Hier gibt's keine Dodos. Den einzigen Dodo, den es gab, den haben wir vorhin schon, naja. Schon erledigt. Ah! Jetzt wäre ich fast in ihn reingerannt. Dodo, also auf jeden Fall würde ich mal sagen, bleiben wir hier auch, glaube ich, um ein Haus zu bauen oder so. Weil Steine gibt es hier en masse. Nur keine Dodos. Kann man die züchten? Wenn ich mir zwei gefangen halte irgendwie? Männlein und Weiblein, kriege ich dann ganz viele Dodos? Legen die Eier? Wenn sie Vögel sind, legen sie Eier. Oh je. Wieder schnell zurück. Das ist nämlich ein Fleischfresser gewesen. So sah er jedenfalls aus. Wir wollen es gar nicht näher rausfinden. Früher oder später werden die garantiert noch zu mir kommen. Komm, mach ihn fertig. Ich suche nur ein Dodo. Warum rennt er eigentlich die ganze Zeit? Ah. Analogstick reindrücken, rennen. Analogstick wieder reindrücken, aufhören zu rennen. Wie gesagt. Oder ist der automatisch? Spoiled. Aha. Ha. Aha. Ich hab dich gefunden. Ich habe einen Dodo Level 27 getötet. Ah. Dann. So, alles klar. Also, schreibt in die Kommentare, wie wir hier vorangehen sollen. Also ich würde mir jetzt erstmal eine Hütte bauen, hier schön am Strand. Wenn der Fleischfresser dann nachher was Ärger haben will, soll er herkommen. Ich habe eine Pike in der Hand und die Schildkröten beschützen mich garantiert. Und so würde ich erstmal anfangen. Okay, dann wisst ihr, was ich vorhab. Fisch. Den lassen wir erstmal leben. Wir brauchen ihn gerade noch nicht. Okay. Wir sind angezogen. Beim nächsten Mal würde ich sagen, wir bauen ein Haus.
Sei denn, ihr habt andere Tipps. Man sieht sich. Haut rein. Euer Micha. Ciao und tschüss.